30, Susi Kentikian, 50, 20 Jahre ist sie gerade mal Weltmeisterin, 50,8 Kilogramm brachte sie auf Waage, 19 Kämpfe, 19 Siege, 14 vorzeitig und das für so ein kleines Kraftbündel enorm. Ich möchte Ihnen beide Damen vorstellen, die blaue Ecke, 34 Jahre alt, 1,54 Meter groß, 49,9 Kilogramm schwer. Ein Profi seit Juni 1999. Ihr Rekord als Profi, 42 Kämpfe, 26 Siege, davon 9 durch K.O. ein Unentschieden. Sie ist WBF-Weltmeisterin im Strohgewicht, meine Damen und Herren. In ihrer Ecke ihr Trainer Stacy Goodson von den Philippinen, die Herausforderin Sarah Goodson. Meine Damen und Herren, 19 Kämpfe, 19 Siege, davon 14 durch K.O. In ihrer Ecke Arturo Egoyan, Volker Grill und der Trainer Margomet Chaburov aus Hamburg, die Killer Queen, die Doppelweltmeisterin Susiana Kentikian. Ich möchte Ihnen die Offiziellen vorstellen. Stellung von unten. Sieht man nicht unbedingt, wie klein die beiden sind, aber bei Susi Kentikian. Wissen wir, was sie bringen kann. 10 Runden mit geboxt, 2 Minuten, nicht 3 Minuten wie bei den Männern und der Gong. So, hier kann ich vor dem Runden noch etwas einfacher gewandelt. Geht um den WBH und WIBF-Gürtel. Und da schlägt sie uns zum ersten Mal ein am Kopf von Kurzen. Doch wenn die Rechte von Susi Kentikian kommt, dann weiß man, da sprühen Funken. Boxt normalerweise der 45 Kilogramm Klasse, sieht man auch. Sie hat zwar zugenommen, Kurzen, aber nicht der Muskulatur. Probiert es wenigstens. Zum ersten Mal, dass Susi Kentikian gegen eine kleinere boxen muss. Muss ich erstmal drauf einstellen. Also geht ja ganz ruhig zu Werke. Haben wir auch schon anders von ihr gesehen. Krachende Rechte zum Kopf. Ich weiß kurz und gleich mal, wo sie hier gelandet ist. Ja. Macht sie die Augen zu beim Schlag. Die kleine Philippinen. Die ganz schwere Aufgabe dürfte es für Susi Kentikian nicht werden. Allerdings hat sie ja diesen hammerharten Kampf gegen Nadia Hockmi hinter sich. Die Französin. Da links, rechts. Offen wie ein Scheunentor. Sarah Goodson. Ja, es ist ein Unterschied, ob man da im Strohgewicht antritt oder in den etwas höheren Gewichtsklassen. Versucht wieder rechten durchzukommen. War bislang ein unterhaltsamer, nicht gerade schweißtreibender Arbeitstag für Susanja Kentikian, die schon in dieser ersten Runde angedeutet hat. So, mal die Zeitlupe hier, die linke. Ringfrei Runde 2, Round 2. Schade, hat man nicht gesehen, wie sie immer wieder die Augen zumacht, wenn da die Schläge kommen. Natürlich nicht gerade das adäquate Mittel, um da auf der Höhe zu sein, was die kommenden Treffer angeht. Aber Goodson wirkte hier schon ganz ergriffen, als sie in die Halle kam. Ist sie wahrscheinlich nicht gewohnt, dass so viel Hype hier auch im Frauenboxen herrscht in Deutschland. Und gerade diese Susi Kentikian ist ja innerhalb eines Jahres zum Star geworden. Die Nachfolgerin von Regina Halmich hat ja auch ihren WM-Gürtel, den WBF. Klare Sache für sie, natürlich auch 4:96. Naja, diese Angriffsbemühungen haben etwas Herzergreifendes an sich, was da Goodson probiert. Kentikian zieht dich mal voll durch.
Und trotzdem hat sie da ihre Probleme. Die kleine Philippine, die linke zum Kopf, die rechte, Körpertreffer, jawohl. Jetzt verteilt sie aus. Wieder sind die Augen zu. Das kann nicht lange gut gehen. Körpertreffer, Kopftreffer, da hält sie die beiden Fäuste zur Deckung vor ihr Gesicht, aber viel zu weit weg. Ich denke, wenn Shinsuke Nikin erstmal richtig auftritt, dann ist Thriller from Manila vollkommen überfordert. Hält sich danach ganz wacker und tapfer. Aber ich glaube, sie hat schon in dieser ersten Runde gemerkt, dass die Reise hier nach Hamburg vielleicht doch eine Fehlentscheidung war. Kentikian fast mit angezogener Handbremse, aber auch diese zweite Runde klaren sie. Susi-Susi-Rufe. Die Hamburger haben die Kleinen in ihr Herz geschlossen. Ja, diese linke da von Gutzen, die weiß nicht, was sie soll, da ganz kurz angezogen. Und dann kommt die Strafe auf den Fuß, aber einiges kann die vertragen. Links, rechts, Körper wieder. Legt da irgendwo hin, noch nicht Richtung Susi Kentikian und die dreht jetzt hier auf. Sieht schon so aus hier wie Training am Sandsack. Die wehrt sich nicht und da kommen die harten Treffer geflogen. Ja, da was jetzt? Da geht sie runter, vielleicht geht auch der Ringrichter mal dazwischen. Bravo, er hat es gemerkt und er bricht ab. Guckt dann, muss noch mal nachsetzen und er schaut da in aller Seelenruhe die arme Sarah Gutzen an, die eigentlich schon kampfunfähig war. Und hier, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Siegerin durch K.O. in der dritten Runde nach 57 Sekunden. Und damit alte und neue WBA und WBF-Weltmeisterin im Fliegengewicht aus dem Spotlight-Boxing-Team Susanna Kentikian. Beifall für Susanne. Große Begeisterung, die fehlt hier natürlich zu überlegen, war sie. Ja, und diese Sarah Gutzen war einfach in allen Belangen überfordert. Und hoffen wir mal wieder, dass es im nächsten Kampf eine etwas stärkere Gegnerin wird für Susanna Kentikian. Aber wie gesagt, sie musste sich auch noch erholen von den Strapazen des Kampfes gegen Susi Hockney. Allerdings bei dieser Sarah Gutzen doch hier allzu leichtes Material da und da ist nochmal die Szene, wo der